Zahlreiche Wismarer sind Zeuge geworden, wie sich die Hansestadt in den letzten 30 Jahren baulich verändert hat. Zum Jubiläum 30 Jahre Stadtsanierung mit Stadtbaufördermitteln in Wismar plant die Stadt einen virtuellen Stadtrundgang, auf dem Unbekanntes und Geheimnisvolles aus der Vergangenheit und der Gegenwart in Wismar entdeckt werden kann. Hierfür benötigt die Stadt ihre Hilfe. Wer historische Dokumente, Filme, Bilder, Zeichnungen oder Schriftstücke rund um die Altstadt und den Hafen besitzt, kann diese an Frank Dornbach der Deutschen Stadtentwicklung Wismar schicken.